Welcome to EA Sports PGA Tour Golf. Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour. Wir sind in Woche Nummer 9 und das heißt, das ist das vorletzte Turnier auf der Confrary Tour. Wir spielen die Charlotte Championship. Quail Hollow Club ist unser Ziel für das nächste Turnier. Das Feld, 75 Spieler, die sich dafür noch qualifiziert haben. Wir sind mit dabei und es gibt 1000 Punkte für den Toursieg und deswegen werden wir das Ganze auch spielen. So, wir gehen mal ganz kurz rüber und schauen uns noch mal an. Jo, es gibt nur noch einen eigentlich, der uns hier den Gesamtsieg streitig machen kann. Der Schwede Erik Rosenqvist. Also müssen wir vor allen Dingen auf ihn achten. Und da lassen wir uns mal überraschen, wie sich das Ganze hier entwickelt. So, wir werden die Settings ein bisschen ändern. Und zwar, hier werden wir wieder full machen, aber nur eine Runde. So haben wir das ja auch gesagt. Also, das werden wir so übernehmen. Oh, sorry, falsch. No, jetzt bin ich aber gerade mal ein bisschen irritiert, weil wir haben ja diese Einstellungen gar nicht geändert und es gibt ja für die Finals eine andere Einstellung. Und wir haben aber eigentlich das erste in der Quickform gespielt. Okay, dann stelle ich das jetzt hier um und dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Eine gesamte Runde, aber eben nur eine Runde ohne Cut. Das heißt, wir werden vermutlich gleich in den Final am letzten Tag im Sonntagsevent sein. Okay, das akzeptieren wir. Jupp. Und auf geht's. Genau 95. Full One Round akzeptieren wir. Dann schauen wir mal. Finale Runde. Current Score ist even. Wir gucken aufs Leaderboard, wo wir denn nun stehen. Okay, mit even sind wir noch nirgends. Aber, ja, okay, minus 2, minus 1. Und wo ist der Schwede? Den sehen wir hier auf dem Leaderboard noch nicht. Ich würde sagen, wir lassen uns hier gar nicht groß aufhalten. Schauen aber nochmal ganz kurz auf den Wind. 4 bis 7, das ist okay. Dann würde ich doch sagen, legen wir los. Quail Hollow Club wartet auf uns. Woche 9. EA Sports and the Korn Ferry Tour bring you the best young talent in the world of golf. From the Quail Hollow Club in Charlotte, it's live final round coverage of the Charlotte Championship. 18 holes, that's all we get to try and find a champion. It's a daunting task. But someone's gonna shoot the low round of the day and walk off with a title as we look at the early leaderboard. A lot of folks fighting for the title, including our leader. So, da stehen wir also am ersten Abschlag, Quail Hollow. Und ich glaube, das ganze System mit einer Runde aber full gibt uns mehr Möglichkeiten tatsächlich hier, um den Sieg mitzuspielen. Und ich sag mal ein bisschen gerechter, denn man muss schon so ehrlich sagen, wenn man diese Quick Mode spielt mit nur ausgewählten Löchern, das war jetzt gerade in den letzten beiden Videos schon spektakulär, was uns die KI dann an Bogies oder sogar Doppelbogies reingehauen hat. Fand ich schon sehr, sehr spannend und ich glaube, das oder dieser Modus ist hier ein klein bisschen faire. Auch wenn man dazu sagen muss, dass man natürlich dann den Cut schon geschafft hat, tatsächlich hier schon ums Preisgeld mitspielt und vor allen Dingen natürlich um die Punkte für das Finale. So, dann lasst uns loslegen. Wir haben ein paar 4 mit 481 Yards. Es geht bergab und wir sollten natürlich schauen, dass wir hier den Ball ein bisschen reinfaden, damit er hier die Kurve nimmt. Der Wind hilft uns bei der ganzen Geschichte. Wir haben Rückenwind und er drückt uns den Ball ebenfalls noch ein bisschen nach links rein, sodass das eigentlich gut funktionieren sollte. Okay, ich wünsche uns viel Spaß für die Front 9 Quail Hollow Woche 9 der Korn Ferry Tour. Schönes Spiel. Jo, das sieht bis hierher ganz, ganz gut aus. And that'll do just fine. A good start to this final round. Safely in the fairway at one. 214 Yards noch bis zum Stock.
Second shot now. It has to be careful because that breeze can be tricky at his back. You don't want to overclub. Ja, wir müssen hier aufpassen. Es geht natürlich 28 Fuß nach unten. Der Höhenunterschied macht sich bemerkbar. Zusätzlich der Rückenwind. Der Rückenwind. Ja, das im Prinzip. Und dann noch, was haben wir in Eisen 6, was natürlich noch ein bisschen läuft. Ich gehe aber davon aus, dass wir hier eine kleine False Front haben. Natürlich mit der kurz gesteckten Fahne. Okay, sollte er rechts in den Bunker laufen. Okay, dann ist es auch eine kurz gesteckte Fahne. Der Bunkerschlag links wäre fast besser. Okay, man muss immer ein kleines bisschen, ich sag mal, einen Schlag vorausdenken. Wir werden das Ganze auch, naja, okay, dann rollt er nicht. Er rollt nicht, wenn er aufkommt. Okay, noch ein bisschen kürzer und dann schauen wir mal, was passiert. Wenn er vorm Grün aufkommt, springt er drauf. Zack. Yep. Okay. Also zwei Schläger weniger. Iona Steven is at the first green. This for birdie. And this one might need a little bit extra encouragement, Rich, to make it up this slope. But all in all, not too difficult a putt. Ja, man muss jetzt auch sagen, wir hatten ja jetzt im letzten Turnier, gerade am letzten Spieltag, ja, Pech will ich nicht sagen, aber eben kein glückliches Händchen für die Putts. Jetzt schauen wir mal, wie sich das hier darstellt. Am Anfang haben wir Break nach rechts. Dann tut sich lange wenig und dann geht er ein bisschen nach links. Das heißt, wir müssten eigentlich ein bisschen mehr über links kommen. Ja, ich schau mal. Jetzt werden wir sehen, ob sich das Ganze hier so entwickelt. Ja, ein bisschen weniger, weil er geht eigentlich erstmal durch den Break. Ja, der kommt nicht. Kommt er, kommt er? Ah. Good job of Deadman, right by the hole, but he could not get it to go in. Okay, dann wird das halt ein Pärchen erstmal. Ein Pärchen an der 1. Ich hoffe, das wird jetzt nicht so die ganze Zeit gehen. Mit irgendwelchen ausgelippten. It's a par here at first. And he'll stay at level par. So, dann schauen wir mal, wo wir hier liegen jetzt. Achter, wir sind in den Top 10 und vor allen Dingen muss man Augenmerk auf den Schweden richten. This one dog legs to the left and those enormous oak trees really become a problem with the tee shots. So no use trying to go over them or around them. Just follow the fairway and play your second shot back uphill. Ja, wir sehen es hier schon wieder eine Bahn, wo wir auf jeden Fall den Ball cutten müssen. Das heißt wirklich mit Kurve spielen. Denn das ist immer die ganz übelste Geschichte. Ein Dogleg nach links, was nach rechts abfällt. Da ist es natürlich immer ganz, ganz schwer, den Ball dann auf dem Fairway zu halten, weil er geradeaus durchrollt, wenn man dann hier versucht, in die Kurve zu spielen. Deswegen muss man dann den Draw hier spielen. Das hilft uns gar nichts. Augenblick. So, wir müssen den Ball hier richtig über die Bäume rüber drawen. Ja. Und wir haben aber Gegenwind. Ei, das ist nicht ganz so gut. Da müssen wir doch aufpassen, dass wir da nicht in den Bäumen landen. Okay, das sieht erstmal ganz gut aus. Bleibt auf dem Fairway. Very nice tee shot. He looks awfully comfortable here with these first couple of drives. Sehr gut, das ist erstmal sehr, sehr gut. 174 yards remaining here as he'll play his second. Ja, das ist natürlich wieder ein ganz, ganz anderer Platz. Wir haben mehr Kurven, wir haben natürlich erhöhte und niedrige Abschläge. Das heißt, wir müssen hier schon deutlich mehr überlegen. Das Ganze ist jetzt nach oben und wir haben Gegenwind. Okay, wir werden hier hinten reinspielen in der Hoffnung, dass er dann... Ja. In der Hoffnung, dass er dann da oben zum Liegen kommt. Ja, es geht ein bisschen bergauf. Könnte aber auch natürlich ein bisschen zu viel sein. Wenn er vor der Fahne liegen bleibt, ist es eigentlich auch okay. So, okay. Jetzt ein bisschen nach rechts springen. Na, okay. Da hätten wir tatsächlich noch weiter nach hinten gehen können. Still solid.
A birdie try on the second green, and with that, we welcome four-time winner on the PGA Tour, Noda Begay. It's going to take some extra time here. Got to incorporate the movement up the ridge, and going to be coming hard from the left. Ja, das ist jetzt natürlich ein ganz übler Putt. Das ist ein ganz, ganz übler Putt. Wir hätten doch rechts vom Stock liegen sollen. Ich erinnere mich daran, dass wir, glaube ich, hier schon mal einen Doppel-End-Bogey gespielt haben. Das Problem ist halt, dass wir sehr weit oben links anhalten müssen, weil es geht komplett rechts runter. Dabei wird aber, wir müssen bergauf spielen und dann rollt er halt eben an der Fahne. Wenn er vorbeirollt, dann rollt er hier richtig rechts runter. Wir müssen den sehr weit oben anspielen vom Prinzip her, weil er sofort nach rechts geht. Ha! Ja, da will ich doch sagen, das war ein ordentlicher Putt. So, das ist jetzt natürlich ein Tap-In. That finished off for par here at the second, and he'll stay at even par. So hält uns das noch in den Top 10? Ja, wir sinken ein bisschen ab. Minus 2 ist der Führende. Golf course, Frank, asking the players to hit some quality shots. T2 green, third is no different. Exactly. You get a dogleg right, then you get a dogleg left, and now you get a straightaway par 4 with just one bunker on the right side. It's 320 yards to get past that bunker. Needless to say, it needs to be avoided, but then the second shot's played downhill, but it's right there in front of you. So, okay, wir müssen hier natürlich gut ins Fairway kommen, weil die Bäume dann sonst uns eventuell bei der Annäherung stören, aber das ist nicht so dramatisch. Die Fahne steckt weit hinten, das heißt, wir haben eigentlich für den Eisenschlag jede Menge Platz. So, so müsste er doch eigentlich hier Mitte Fairway kommen, oder? Ja, denke ich schon. Ja, allzu viel kommt er nicht nach links, aber das passt. Okay, that's going to be safely in the fairway, and that's where you need to play from if you're going to make a final round surge. So, das Ganze ist leicht bergauf. Right as he gets set for his second. Wir werden hier ein bisschen reinfaden. Leicht bergauf. Eisen 6 müsste rollen. Ja, wir sehen es hier unten wieder. Hier haben wir natürlich ein Plateau, da müssen wir hochkommen. Wir müssen auf das Plateau hoch, dann haben wir eine Chance auf ein Birdie. Nur dann haben wir eine Chance auf ein Birdie. Gut. Okay, die Richtung ist nicht verkehrt. Jetzt sollte er natürlich da oben liegen bleiben. Das müsste er eigentlich. Ja, ja, er bleibt liegen, aber ich bin mir nicht sicher, ob er zu weit links ist. Wir werden das sehen. Ah, ja, okay. This certainly would be a bonus if it goes in. You just need to make sure you get it there and give yourself a chance. Never up, never in. Ja, man sieht's, es ist halt, ja, die Grüns sind alle stark hier onduliert, beziehungsweise sehr wellig mit Gefällen. Also da sind jede Menge Breaks drauf. 5 Inches down. Okay. Ja, ja, der rollt hier kontinuierlich bergab und auch wieder stark über links, wenn man mich fragt. Der Punkt ist immer der gleiche. Im Zweifel ein bisschen mehr links, damit er oberhalb vom Loch liegen bleibt. Sonst rollt er uns nämlich durch. Ihr seht es ja, es rollt ständig nach rechts runter. Und er kriegt natürlich ein bisschen Speed, weil es bergab geht. Ja, ja, bleib liegen. Okay. Ja, wir müssen aber sehr viel Feingefühl arbeiten. Ja, hier werden uns keine Birdies geschenkt. Das ist ein ganz anderer Platz. Das ist ein ganz anderes Spiel. Berg hoch, geradeaus. So that safely in. It's a par here at the third. And he'll remain
right where he is. Interesting, for the 2017 PGA Championship, this fourth hole was brand new. How'd they do, Frank? Not bad, to be honest. Rich, you know, Tom Fazio came in, did all this marvelous work, found a little area over here to, where the players start to sort of turn around and play the very, very next hole. And this par three just sort of sits out there in front of you with not much around it. But it is quite deceptive. Those three bunkers in front, you have to be respectful of wind and carry. Eigentlich müssten wir versuchen, auf der linken Seite zum Landen zu kommen. Aber von rechts wäre es halt ein Bergauf-Putt. Wir werden definitiv versuchen, über rechts zu kommen mit einem starken Draw. Gegen den Wind. So. Und dann höher anspielen, damit er auf jeden Fall zum Liegen kommt. Ach du Schande. Ja, ist zu lang. Aber bleibt sofort liegen, das ist gut. Aber man sieht, wie er wegrollt durch den Hang. Also es ist wieder ein Bergauf-Putt. A very sensible play there, right in the middle of the green. Ja, das hilft uns halt nicht. Einfach nur in die Mitte des Grüns. Yeah, and there is a big break here from right to left. And we're going back up the slope, but just ever so slightly. So you have to prioritize that line. Ja, wir haben immer dasselbe Thema. Wir haben immer dasselbe Thema. Wir liegen immer so, dass wir voll das Gefälle haben. Wir spielen immer irgendwie in den Hang rein. Wir müssten halt wirklich gucken, dass wir unterhalb des Stocks zum Liegen kommen für die Putts. Ja, und das ist immer dasselbe Thema jetzt hier. Bisschen mehr. Es sind alles gute Putts, aber just a little offline, but not too bad from that far away. Ja, alles gute Putts, aber es fehlt immer so dieser kleine Kick, dieses Millimeterchen, naja, Millimeter will ich jetzt nicht sagen, aber es fehlt halt einfach. Okay, that one finished off. It's a par here at four. Und ich vermute, dass wir mit jedem Par weiter nach unten rutschen. Ja, 13. Pars helfen uns nicht weiter. 449 yard fip. And what's crucial here is to split those two bunkers guarding the landing area right at the dogleg to the right. If you're able to do that, good chance to make a birdie. Ja, das ist so dieser typische Platz, wo eben die Scores tatsächlich auf den Grüns passieren. Ja, wir schauen mal kurz aufs Leaderboard bzw. auf die Scorekarte. Wir müssen uns halt drauf verlassen und das ist eben das Problem. Das ist ein Paar 71. Wir haben nur drei Paar 5, weil da müssen wir definitiv schauen, dass wir das Birdie spielen. Also da ist es definitiv Pflicht, wenn wir vorne mit dabei sein wollen. Aber hier hat es eben nur drei Stück. Okay, Leaderboard sieht so aus, dass wir aus den Top 10 mittlerweile raus sind. Minus 3 ist der Stand. Sind die ersten schon drin? Nein, 15, 16. Okay, dann werden wir langsam sehen, wo wir landen. Aber ich glaube, um in die Top 10 zu kommen, müssen wir schon minus 2, minus 3 definitiv spielen. Wo ist denn unser Schwede? Wo ist denn unser Schwede? Also noch ist er anscheinend hinter uns und das würde uns natürlich für die Finals als solches helfen. Der Wind von links nach rechts. Okay, ein bisschen bergab. Dann klopfen wir den mal hier rein. Okay, bleibt natürlich relativ, ja, bleibt so fast sofort liegen. Okay, that's going to be safely in the fairway and that's where you need to play from if you're going to make a final round surge. A left to right breeze, something to consider here as he eyes this second shot. 14 Fuß nach oben, Eisen 9. 14 Fuß nach oben. Mit dem Wind, der den Ball nach links, nach rechts drückt. So, jetzt schauen wir mal.
Wo? Ja, das ist genau das Gleiche. Wenn wir zu kurz sind, rollt er runter. Wenn wir zu lang sind, rollt er hinten raus. Und ja, hier müssen wir wirklich praktisch direkt am Stock liegen. Ansonsten halt rechts davon, dann wäre es ein Bergabputt. Okay, Eisen 9. Ein bisschen mehr nach rechts. Ja, der bleibt links, der bleibt links. Der ist weg. Der wird nicht auf dem Grün zum Landen kommen. Okay. Ja, wäre auch zu lang gewesen. Er möchte chippen. Das Ganze springt nach links. 6. Stopp. 6 Yards. 4. 3. Okay. 96. Ein bisschen länger. Komm, 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 geh! To leave it short when you do that. Well done. That is a birdie from off the green. Coming off that hard par three here now, a chance to make a good score, maybe even an eagle if everything goes right. This is a great opportunity on this par five, Rich, as you stated. I'll start at the green on this one for a change. If you look at the big ridge in that green, you can use that as a backstop. So now when you look at that tee shot and you're just trying to avoid those bunkers on the left off the tee, you don't have to kill it off the tee. As long as you've got some sort of club in there that you can comfortably fly the water with, use that ridge to its advantage. So, jetzt hat es tatsächlich einen Chip gebraucht, dass wir endlich einen Birdie gespielt haben. Und ihr seht es sofort, ratzfatz ist man ein Fünfter mit minus 1. Das Feld ist also eng beisammen. Jetzt schauen wir nochmal. 248 Yards. Es geht 26 Fuß nach unten. Das wäre ein Holz, das wäre das Hybrid, das wäre das Eisen 4. Und gleichzeitig haben wir noch ein bisschen Wind. Ja. Ja. Okay. Die Frage wird wirklich sein, rollt der dann noch aufs Grün? Rollt der aufs Grün? Ja, komm, der geht aufs Grün. Ja, man springt zu weit nach links, aber ist okay. Ist okay, wieder Mitte aufs Grün. Okay, not taking any chances there. A good safe play in the middle portion of the green. Now this for birdie. And there's no space for a lapse in concentration here. Perhaps a little bit further away than we would have liked, but a two-putt would be a very good result. Ja, sagt sie. Ja klar, natürlich, ein Zwei-Putt ist immer gut, wenn man in Regulation auf dem Grün ist. Ist halt immer gut fürs Paar. Wir wollen aber die Birdies. Wir brauchen Birdies. Das Ganze wieder über links. Und zwar wieder stark über links. Und es hört auch nicht auf. Es ist komplett die ganze Zeit über links. Berg hoch heißt eigentlich ein bisschen weniger, weil wir etwas mehr Speed drauf haben. Ja, okay. Komm, 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 komm. Ah. Okay, I'd call that an acceptable effort from that range. Es sind alles gute Putts. Gute Putts, weil wir danach eigentlich verhältnismäßig einfache Rückputts haben. Hoffe ich doch. Über die linke Lochkante. And he'll remain in red figures at one under. So, jetzt scheinen die ersten auch zu. All right, so coming off that tough 249-yard par 3 sixth, get a chance to maybe get one back at the reachable seventh. It's a par 5 at 546 yards. Ja, das ist doch mal ein richtig starkes Par 5 mit den Häusern rechts. Toll gemacht. Da kann man da hinten auf der Terrasse sitzen und sich zugucken, wie die Jungs hier sich abmühen.
Ja, also es scheint so, als würden die auf dem Leaderboard auch die ersten Bogies spielen, denn wir sind mit dem Pärchen trotzdem noch ein Plätzchen hochgewandert. So, jetzt gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Wir können natürlich den Draw spielen, damit er hier reinfliegt. Und ich glaube, das werden wir auch tun, aber das ist natürlich gegen den Wind, gegen die Richtung, weil dann hilft er uns ein bisschen, dass er die Kurve macht, praktisch hochrennt. Wenn der Draw natürlich nicht kommt, dann rennt er uns durch ins Wasser. Okay, wir machen ein bisschen mehr Draw, ein bisschen mehr nach links und dann sollte es doch hoffentlich passen. So, Power minus 2,7, der wird auf dem Fairway landen. Wird definitiv nichts mit dem Wasser zu tun haben. Und jetzt schauen wir mal. 122, wir können das Grün erreichen. Wir können das Grün mit dem Hybrid erreichen. Ja, so natürlich nicht. So natürlich nicht. Wir müssen nur aufs Grün kommen. Nur aufs Grün kommen. Mit dem Fade. Zwei Putts und wir haben wieder ein Birdie. Also wir müssen hier nicht an den Stock zum Igel. Ansonsten ist es ein Bergab-Putt. Ja. Und da unten ist dann ziemlich alles flach. Ja, wir gucken nochmal. Da kommt der natürliche Fade. Wir gehen noch ein bisschen mehr links. Dann landet er im Zweifel im Bunker. Ein Fünfer und Fünfer mit dem Wind. Wir spielen das Vierer hoch an. Naja, der Wind drückt mehr rüber, als dass er Länge macht, ne? Okay. Wir lassen definitiv den Wind für uns arbeiten. Wenn es blöd läuft, liegt er im Bunker. Und dann werden wir halt nur das Paar spielen. Okay, die Kurve macht er. Er geht auch über den Bunker und er ist trotzdem lang. Er ist sehr lang. Ei, Scheibe. Ja, okay, jetzt müssen wir ranpitchen. Ja, da hätten wir tatsächlich ein Eisen weniger nehmen können. Okay, 93, 97, 29. Da vorne ist halt eine Welle, ne? Das ist immer das Gefährliche bei solchen Pitch, dass da eine Welle ist. Da springt er rein, da müssen wir rein und dann kriegt er nochmal Speed. Ah, jetzt haben wir uns das Leben wirklich schwer gemacht. Geht aber ein bisschen nach rechts. 29, das heißt eigentlich irgendwie so auf 20. 19. Eigentlich will ich nur, dass er genau in die Welle, dann rollt er ein bisschen runter und rollt zum Stock. Und er sollte natürlich definitiv auf der rechten Seite bleiben vom Stock. Definitiv. Okay. Na, wir machen 20, spielen den aber etwas höher an. Okay, roll runter, sehr schön. Okay, dann haben wir noch die Birdie-Chance. Das Birdie müssen wir spielen an dem Par 5. 6 feet now for Birdie. Okay. Ja. Jetzt zu jammern, dass er nicht genau da liegt, wo wir ihn haben wollen, ist uninteressant. Es geht bergab. Über links. Definitiv über links. Wenn er das Break nicht annimmt, dann weiß ich auch nicht. Das ist ein ordentliches Break, auch auf die Kürze. Ja, ein bisschen sozusagen reinfallen lassen. Ah. Das erinnert mich so ein bisschen an die letzte Runde, an die finale Runde. Ja. So, was haben wir jetzt wieder? Berghoch. Hätten wir doch mit ein bisschen mehr Speed spielen sollen. So, das ist jetzt eigentlich deutlich weniger Break und wir spielen mit mehr Power. Yep, well done. That's good for par here at 7. Enttäuschend. I'm so disappointed. Das war jetzt enttäuschend.
interesting part of the golf course, the long three and then the short five and now a short par four. How gettable is this one, Frank? I think you need your Sunday best, Rich, maybe a little bit of help, but even the strategy of laying up here is quite interesting. The two bunkers on the left, well staggered, and that big gaping bunker in the front right of the green. It's really how well you're swinging. I'd give it a crack. Take the head cover off. So, also der Matchplan ist leider nicht aufgegangen mit unserem Paar 5. Jetzt ist die Frage, soll ich jetzt hier tatsächlich so hier reinklopfen? Ein bisschen bergauf. Der Wind drückt den nach rechts. Nicht, dass er uns Richtung Bunker läuft. Und wir müssen gucken, dass wir auch unterhalb der Bäume bleiben. Okay, dann versuchen wir es mal so. Oh, der war jetzt aber wenig durchgezogen, merke ich gerade. Der ist jetzt viel zu weit links. Okay. Yeah, all about hitting the fairway here, and that is right where you want to be. So, dann schauen wir mal. The big drive got him here. Ja. Now a short one for his second. Ein Pitch will der. Das passt mir schon wieder gar nicht. Ja, der Longflop kommt auch nicht hin. 53. Ja, ja. Approach Finesse mit dem 60er. Hinten dran, das müsste doch eigentlich passen. Es geht ein bisschen hoch. Ich würde es fast so probieren wollen. That'll do just fine. So weit, so gut. Here we go. 7-footer for birdie. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir jetzt endlich mal hier ein bisschen mehr Glück haben mit unseren Putts. So, das ist jetzt eigentlich ein bisschen weniger Break als vorhin. Bisschen mehr Gas über links. Also der muss breaken. Das müsste normalerweise reichen. Okay. Right on line. That's a birdie here at the eighth. And he will definitely not say no to that. Again, good flow to this golf course, good variety. So coming off that drivable par 4 eighth, we now arrive at a super long par 4. It's the ninth, and it's 505 yards. You're not driving this one. So, das war jetzt auch nicht Match Play, an der 8 hier das Birdie zu spielen, aber wir haben es getan. Jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir definitiv im Flow bleiben. Okay, das Ganze ist jetzt nicht ganz so easy. Wir spielen den Draw. Oh. Nee, oder? Those trees are like brick walls today. Hit that and went straight down into the rough. So from the rough, his second at 9. Ihr könnt es nicht sehen, aber ich bin gerade in mir versunken, in mir zusammengebrochen sozusagen. So ein Leichtsinnsfehler. Etwas überpaced, der Ball ist zu weit links rum und bleibt tatsächlich in den Ästen hängen. Tja, was machen wir nun? Da kommen wir nicht durch. Das Grün können wir auf gar keinen Fall erreichen. Kommen wir irgendwie hier rüber mit irgendeinem Schläger? Ja, da war was. Da könnten wir theoretisch durchkommen. Aber die Frage ist, wo landen wir da mit dem Eisen 7? Natürlich aus dem Rough hier raus. Nee, das macht keinen Sinn. Eigentlich müssten wir den jetzt hier durchspielen. Wo landet der? Der landet hier. Hm.
Ob das funktioniert? Ob das hier funktioniert? Okay, aber nimmt die Kurve. Ja, okay, das passt. Okay. Okay, okay. Dann haben wir noch eine Chance, eventuell das Paar zu retten. Wenn wir den nah genug jetzt an den Stock bringen. Sechs Fuß nach oben, 60er. What's in favor for the player, Rich, is the fact that both the left and the right side of the green slope back towards the middle. So you can almost use them like sideboards. Wir müssen Pin High, dann haben wir einen geraden Putt. Bergauf oder bergab? Pin High. Ein bisschen Gegenwind. 60er Finesse. Er wird ein bisschen zurückkommen. Sechs Fuß nach oben. Besser natürlich, wir spielen den bergauf. Ja, der ist viel zu kurz. Hat jetzt noch Spin. Das war klar. Das war ja so klar, dass er jetzt auch noch Spin hat. Ist nicht dein Ernst, oder? Boah. So, was ist Putten? Ein Fuß. Okay. Ja, das können wir abhaken. Im Prinzip müssen wir nur schauen, dass wir an den Stock kommen und dass wir das Bogey spielen, nicht noch schlechter werden. Weil das ist schon ganz schön wieder ein schwieriges Unterfangen hier. Lauf, 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 lauf. Okay. So, jetzt schauen wir mal, dass wir hier noch das Bogey sicher reinspielen. Da dürfte jetzt nichts mehr groß anbrennen. Yo, okay. A shake of the head as that one is finished off. And he'll drop back now to one under par. Beginning the inward half now with a par 5 tenth. It's not quite 600 yards, but it is close. It's a pretty good hole, Frank. It is. The only thing really in the player's favor is it plays downhill, so not quite its full yardage. Avoid that bunker on the left. We'll give you a chance to go for this par 5 and 2. But also look down there. If you look very, very closely on the left side, just short of this bunker, is a nice layup bunker. If you can't reach, avoid that. So, Freunde, das hat dann eigentlich geklappt soweit, dass wir hier auf jeden Fall 18 Löcher spielen. Finale Runde, also die Umstellung hat soweit funktioniert. Und das heißt, an der 10 werden wir jetzt hier unterbrechen. Das waren die Front 9 hier bei der Korn Ferry Tour Woche 9. Und wir spielen die Charlotte Championship in Quail Hollow. So, wir sehen auf der Scorekarte, dass es eigentlich okay ist mit minus 1. Wir hatten unsere Birdie-Chance eigentlich an der 7, haben sie nicht genutzt, überraschenderweise dann an der 5 und 8 gespielt. Die Grüns sind hier einfach das, was uns ein bisschen vor Probleme stellt. Wir kommen nicht nah genug an die Stöcke heran mit unseren Eisen, dass wir sichere Birdies spielen können. Nichtsdestoweniger sind wir aber relativ gut unterwegs, denn wir sind noch unter den Top 10, geteilter 5. Und der Spieler, auf den wir hier besonders achten müssen. Der Schwede ist anscheinend gar nicht mit dabei oder hat den Cut nicht geschafft. Alles möglich, wir wissen es nicht. Okay, das ist für uns eigentlich das Entscheidende, dass wir vor dem Schweden reinkommen. Blomqvist, Ronqvist, ich weiß es gar nicht mehr, aber wir werden es bald wissen, wenn dieses Turnier zu Ende gegangen ist. Wir
sehen uns bald wieder hier bei den Back 9. Hoffentlich mit ein bisschen mehr Gefühl, mit ein bisschen mehr Glück auf den Grüns. Nichtsdestoweniger bedanke ich mich hier recht herzlich bei euch fürs Zusehen, für eure Zeit. Ich hoffe ja, es war wieder mal interessant und vor allen Dingen auf den letzten beiden Löchern unterhaltsam. Das Up and Down, oder muss man eher sagen, doch richtigerweise das Down and Up, wie auch immer. Jedenfalls nochmal Birdie und Bogie, und das war eine spannende Geschichte, jedenfalls der Fehlschlag vom Abschlag. Okay, ich sag Dankeschön, wir sehen uns bei den Back 9 hier in Quail Hollow, und bis dahin sage ich Tschüss, Ciao, Cheerio, und wünsche euch allen ein schönes Spiel.